Hallo, danke für die Einladung, freut mich hier zu sprechen. Ganz kurz was zu mir selber. Gunnar Wagner ist mein Name. Ich bin beteiligt an dieser Firma Quantum Factory Components Limited, die operiert in China. Ist ein Familienunternehmen und ich bin Mitglied in der ERP Next Foundation, eigentlich ziemlich seit Anfang an. Ich bin dazu irgendwie gekommen, weil wir wollten für unsere Firma, oder ich wollte das schon immer gerne ein ERP-System einsetzen. Und wir haben dann es aber nie hingekriegt, bis heute nicht, aber ich stehe jetzt davor, es nochmal zu versuchen. Und wir haben lange mit Odoo experimentiert und sind dann aber davon irgendwie abgewichen, weil wir das nicht kontrollieren konnten und mir das auch nicht mehr so gefallen hatte. Die haben irgendwie diesen Open-Core-Pfad eingeschlagen, mit dem ich wenig anfangen konnte. Ja, und ich war eben sehr begeistert von ERP Next, weil als ich anfing, mich dafür zu interessieren, war eben dieser Gedanke, da war mein Hintergedanke, ich würde gerne was Open Source haben und ich würde gerne was benutzen, von dem ich sicher bin, dass es auch Open Source bleibt. Weil es war eben in dieser Odoo-Welt so, dass die über den langen Zeitraum eigentlich ihre Lizenz immer mehr verändert haben und eigentlich das so ein Pseudo-Open Source-Projekt nur noch ist, so sehe ich das zumindest. Und deswegen war ich sehr angezogen von dieser ganzen ERP Next Community und wie das angegangen wird. Ja, das ist die Webseite, da kann man Mitglied werden. Ich kann nur jeden dazu auffordern, das zu tun. Ja, und jetzt geht es mal um meinen Vortrag. Also ich habe mich, warum braucht man ein ERP-System? Weil alles mit allem spricht. Ja? Also Sachen sind nicht mehr, man macht keine Sachen mehr doppelt, weil die Objekte, die man benutzt, sind immer die gleichen Objekte. Egal, ob man die jetzt in der Quotation, in einer Delivery oder in einer Invoice benutzt. Und man macht eben keine Arbeit doppelt, was in unserem Fall sehr oft der Fall war. Und dann hatte man auch immer das Problem, wo hat man jetzt dieses Excel-Sheet liegen? Und ich habe das jetzt diesmal so genannt, nächstes Mal nennt das einer anders. Und ja, das ist eben der größte Vorteil, ja. Und was ist vielleicht der größte Nachteil von einem ERP-System? Alles redet mit allem. Oder man könnte es auch anders sagen, alles hängt von allem ab. Aus meiner Sicht ist eben das Problem daran, dass man ständig in Fehler läuft, wenn man anfängt, das zu benutzen, weil eben immer Dependencies da sind, Abhängigkeiten, die man da nicht erfüllt. Und man hat das vielleicht auch noch gar nicht richtig verstanden, warum, was, wo dran hängt und sieht eigentlich immer nur Fehler die ganze Zeit. Wie hier zum Beispiel, it would not let me submit the delivery note again. Und der andere sagt, ja, ERP-System really sucks. Aus meiner Sicht viele Fehler, viele User Frustration, viel Frustration, gibt einen Aufstand im Office, end of ERP. So, also ich habe mich dann für mich gefragt, wie kann man das vielleicht verhindern? Ach so, hier kommt noch mal ein kurzer Werbeunterbrechung für die fantastische ERP Next Foundation und dass man die doch, die beiden Jungs sind cool, die sind drin, also solltet ihr das auch machen. Ja, also hier ist ein Weg, den ich mir jetzt überlegt habe, um mein Leben jetzt einfacher zu machen, um überhaupt mal anzufangen. Ja, wir haben das eben von Dominik auch gehört, er hat 2 Jahre lang gebraucht und immer gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Es lag auch immer an anderen Sachen, weil man dann mit anderen beschäftigt ist oder irgendwas ist dringender, ja, aber für mein Gefühl ist es wichtig, dass man erstmal überhaupt anfängt, das zu benutzen und dass sich die Leute auch daran gewöhnen, an das Interface und eben nicht, wenn sie anfangen, das zu benutzen, nur schlechte Erfahrungen machen, weil sie eben ständig solche Fehler haben, wie man kann keine Delivery machen, weil man hat das Produkt nicht oder sonst was. Ja? Ich habe noch was vergessen am Anfang. Also unsere Firma, das ist eine Firma, die auch produziert. Wir sind in der Modeindustrie und wir stellen Kleidung her oder Textilprodukte. Das heißt, wir haben physische Produkte, die eben tatsächlich existieren und wir haben Komponenten, die man dafür braucht und einkaufen muss. In meinem Fall ist aber eigentlich, haben wir mittlerweile uns so daran gewöhnt, das ohne ERP-System zu benutzen, dass das eigentlich funktioniert. Vielleicht nicht ideal oder so, weil wir keinen wirklichen Überblick haben, welche Waren haben wir, aber es funktioniert irgendwie. Was auch für mich ein Problem ist, dass unser Accounting oder unser Accounting-System nicht gut funktioniert, weil es eben, wir benutzen im Moment GNU Cash, das ist ein
System, was ein Benutzer benutzen kann. Also das heißt eigentlich, einer muss alles machen und man kann eigentlich nicht zusammenarbeiten. Speziell jetzt im Moment, ich bin hier, andere Leute sitzen in China, man kann da eigentlich nicht zusammenarbeiten, sondern man muss immer eigentlich das alles auch doppelt machen. Jemand bereitet irgendwas vor, der schickt einem Excel-Sheet, jemand muss das dann übertragen in das Accounting-System. Und deswegen wollte ich eigentlich jetzt sowas benutzen, was man eben auch von verschiedenen Orten gleichzeitig benutzen kann, mit verschiedenen Benutzern. Und deswegen ist mein Ansatz halt eigentlich, erstmal einfach nur das zu benutzen, was für mich jetzt ein Problem löst, nämlich mein Accounting deutlicher zu machen und mit weniger Löchern. Also, und bei uns geht es jetzt, die Firma ist registriert in Hongkong. Da gibt es nicht so strenge Vorschriften über Accounting wie vielleicht in Deutschland. Deswegen habe ich vielleicht weniger Probleme. Es ist vorhin viel diskutiert worden über DATEV und so und ob das jetzt compliant ist mit irgendwelchen Vorschriften. Dieses Problem haben wir weniger, weil in Hongkong die Regularien nicht so streng sind und im Prinzip sowieso das offizielle Accounting gegenüber den Steuerbehörden, das macht dann halt ein Buchhalter oder hier wird das wahrscheinlich ein Steuerberater machen und der benutzt diese Daten sowieso nicht so direkt, sondern der macht das irgendwie so passend, dass sie das akzeptieren und ja. Aber für mich ist es erstmal wichtig, einen Überblick zu haben, was geht eigentlich, was passiert und das mache ich jetzt in genug Cash und das funktioniert nicht wirklich gut, vor allen Dingen, weil ich nicht mit Leuten zusammenarbeiten kann. Außerdem hat es auch ein paar Macken, die einfach nervig sind, aber ja. Gibt es da noch Büroraum? Was? Gibt es in Hongkong noch Büroraum? Wahrscheinlich schon, ist aber teuer. Okay, jetzt bin ich irgendwie hier vorgesprungen, das hatten wir schon, ja. Also, mein Ansatz ist eben, die Sachen ein bisschen auseinanderzuziehen und nicht mehr so diese Verbindung, die überall besteht und die dadurch, Verbindung ist eine Abhängigkeit, einfach wegzutun. Und bei mir heißt das eigentlich, das ganze Warehousing erstmal abzuklemmen. Weil das jetzt für mich, das würde ich zwar auch gerne haben, ist aber jetzt eigentlich nicht so dringend, weil das so auch irgendwie im Moment funktioniert. Und dann Frage könnte sein, warum eigentlich Warehousing, nicht Accounting? Und in meinem Punkt ist jetzt die Antwort, weil man kann das Warehousing abklemmen und das Accounting kann man nicht abklemmen. Weil jeder Vorgang, den man macht, der hinterlässt einen Eintrag in dem Accounting-Teil von ERP Next. Das habe ich von Dominik gerade gelernt, dass die das einfach ignorieren, ja, und halt das Accounting außerhalb dann quasi nochmal parallel betreiben. Stimmt, ist auch eine Idee, aber für mich war jetzt das wichtig, das überhaupt zu benutzen. Deswegen ist das so eben mein Ansatz. Ich kann jetzt ein Beispiel bringe ich dafür. Das hier ist so ein minimaler Ablauf, der im Prinzip einen Vorgang abschließt. Ja? Und das System möchte eigentlich immer, dass man diese ganzen Punkte abhandelt. Und wenn das passiert, dann gibt es so ein rotes Feld rechts oben, das leuchtet auf und zeigt so offene Sachen an, die eigentlich noch behandelt werden müssen. Und das hat man am liebsten auf Null. Und dafür müssen diese Sachen alle abgehandelt werden. In meinem Punkt schalte ich davor noch etwas, was eigentlich nicht wirklich zwingend erforderlich ist. Das ist die Sales Order. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich mit Leuten jetzt anfange zu arbeiten, die nicht sehr affin sind, das machen zu wollen und auch nicht sehr affin sind, jetzt überhaupt mit so einem System zu arbeiten und ich auch nicht jetzt direkt mit denen zusammen bin, sondern die sind da hinten und ich muss denen das irgendwie aus der Entfernung erklären. Und diese Sales Invoices sind eigentlich eher Dokumente, die so ein bisschen kritisch sind und die man eigentlich nicht, wenn die falsch sind, wieder löschen will. Oder man kann die dann bearbeiten, aber eigentlich im Idealfall will man da weniger Fehler produzieren. Bei einer Sales Order ist das eigentlich nicht so wild. Ja? Das heißt, mein Workflow ist eigentlich, dass jemand, der das quasi vorbereitet, der macht eine Sales Order, die kann ich dann als derjenige, der im Prinzip jetzt dieses Accounting unter sich hat, der sagt dann, aha, okay, das stimmt. Ich mache daraus eine Sales Invoice, was ein Klick ist und dann übernimmt das exakt die Daten und dann kann ich dieses Dokument dann halt quasi submitten, so heißt das. Und damit ist das quasi tatsächlich erstellt. Vorher ist das nur eine Art Entwurfsstatus. Dann wird ein Payment registriert und eine Delivery Note muss auch gemacht werden, um eben diesen Prozess in der Logik von ERP Next abzuschließen und eben diese Warnmeldungen runterzufahren. Ja, und um das Beispiel jetzt einmal, ich existiere das jetzt einmal durch. Und zwar habe ich hier mein ERP Next.
Und da gibt es einen Kniff dabei, den ich eben erfüllen muss, damit ich dieses Warehousing-Problem abgeklemmt habe. Das erkläre ich gleich. Also ich mache jetzt einfach zweimal mache ich eine Sales Order. Also neue Sales Order. Das ist mein Kunde. Ach. Und jetzt wähle ich mal hier ein Produkt aus. Ich kann das jetzt schlecht sehen. Genau, das habe ich jetzt mal Item Stock genannt. Also das ist ein Produkt, das eben an das Warehousing angeschlossen ist. Das nennt sich, zeige ich gleich, das ist ein Haken, der heißt Maintain Stock oder nicht. Ich glaube, bei Default ist der auf Maintain Stock angeklickt. Das heißt, das kann man dann wählen oder nicht wählen. Und sobald das angewählt ist in so einem Produkt, dann will der halt eigentlich diese ganzen Stock-Einträge, die so müssen dann alle stimmen, damit man durch den Prozess durchkommt. Das heißt, wenn man dieses Produkt nicht tatsächlich als Produkt in dem System, in einem bestimmten Warehouse liegen hat, dann kann man das nicht verschicken, weil das eben nicht erlaubt ist. Was ja auch Sinn macht, aber in meinem Fall halt das nur schwieriger macht. So, okay, ich nehme davon ein Stück, save das. Wenn ich das save mache, dann ist das nur ein Entwurf eigentlich, und wenn ich hier auf Submit drücke, dann wird das quasi heiß geschaltet. Jetzt existiert dieses Dokument, das hat jetzt ein Kollege von mir vorbereitet. Ich kann das checken, kann sehen, aha, das stimmt alles. Und dann gehe ich hier rüber. Jetzt sieht man auch hier oben rechts, ist jetzt die erste rote Zahl angegangen. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich Sales Order. Das heißt eigentlich, das System will von mir, dass ich diese eine Sales Order quasi gut zum Abschluss bringe. Das kann ich eben dadurch machen, dass ich einerseits ein Payment registriere und andererseits die Waren, die jemand gekauft hat, auch verschicke. Also das nennt sich hier im System, heißt das Delivery Node. Also im Englischen. Ich benutze die englischen Begriffe, weil ich da jetzt so dran gewöhnt bin. Wir sind immer noch hier in unserer Sales Order und ich kann jetzt hier über diesen Knopf eben sagen, mach eine Invoice. Das heißt eigentlich, der benutzt jetzt diese Sales Order und macht genau daraus eine Invoice, die jetzt in diesem Fall eigentlich genau die gleichen Daten enthält. Und der Unterschied ist, der Timestamp ist eben ein bisschen später, weil jetzt ein paar Sekunden vergangen sind. Dadurch ist das dann auch schön chronologisch. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach das saven und submitten. Das heißt, in diesem Moment jetzt ist eben diese Sales Invoice, die schon eher so ein Dokument ist, was eben nach Möglichkeit nicht mehr verändert werden soll, erstellt. Ich könnte die jetzt hier per E-Mail verschicken. Das spare ich mir jetzt, weil ich das nicht hier in diesem System nicht fertig konfiguriert habe. Da würde ein Fehler passieren. Und jetzt sehe ich hier schon zwei Sachen. Also das heißt, ich habe jetzt eine Sales-Invoice, die ich im Prinzip auch befriedigen muss, und die kann ich auch dadurch befriedigen, dass sie eben bezahlt wird und dadurch, dass ich die Sachen liefere. Okay, das heißt, ich gehe eigentlich von hier hin und sage dann einfach Payment. Und dann wird wiederum jetzt ein Payment erzeugt, das hier eben schon genau die Einträge hat, die ich brauche, um genau diese Sales-Invoice, aus der ich gekommen bin, quasi abzugleichen oder zu bezahlen. Ich könnte das auch auf einen anderen Weg machen, aber das ist für mein Gefühl viel umständlicher und gibt viel mehr Probleme dabei, die da auftreten können. Mache hier auch wieder ganz normal Save. Ach so, jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. Ach so, das passiert mir jedes Mal. Hier ist eine Referenznummer, die man braucht. Die kann egal irgendwas sein. Hier ist irgendein Datum, was man braucht. Genau, jetzt habe ich das submitted. Jetzt ist quasi dieser auch wieder Accounting-Eintrag, Bezahlen von der Sales-Invoice sowieso, ist jetzt, besteht jetzt. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Waren liefern, damit dieser Prozess quasi das System zufriedenstellenderweise abgehandelt ist. Und da kann ich jetzt auch wiederum sagen, da gehe ich wieder zurück zu meiner Sales Order. Das kann ich jetzt nicht aus diesem Payment Entry quasi direkt erstellen. Moment, jetzt bin ich irgendwie. Also das ist meine ursprüngliche Sales Order. Ich sehe jetzt auch hier,
ist so ein kleiner Dings, da steht to deliver. Da hätte vorher standen to bill and deliver und irgendwann zwischendurch, glaube ich, to pay und deliver oder sowas, was mir im Prinzip sagt, was fehlt da eigentlich noch, um dieses abzuschließen. Und da mache ich jetzt einfach hier, sage ich Delivery, dann wird ein neues Dokument erstellt, Delivery Note, was im Prinzip jetzt diese Ware, die ich da geinvoiced habe, verkauft habe, Geld bekommen habe, dann tatsächlich liefere. Save und Submit. Aha, okay, jetzt habe ich hier ein anderes Problem. Ach so, genau. Ja, das war eigentlich, was ich zeigen wollte. Jetzt sagt mir das eben, weil ich halt ein Produkt genommen habe, was sagt, bitte maintaine den Stock für dieses Produkt, sagt mir jetzt, du hast das nicht. Und dadurch, dass ich jetzt nicht habe, da zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich, wie ich dieses Produkt jetzt haben könnte. Und das will ich eigentlich jetzt im Moment vermeiden. Ja? Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich will das einfach abklemmen. Das heißt, ich breche das jetzt hier mal ab und gehe den ganzen Zirkus nochmal durch, im Schnelldurchlauf. Und zwar mit einem Produkt. Kann das ein sehr schneller Durchlauf sein? Ja. So, jetzt nehme ich eben ein Produkt, das hier steht No Stock. Das heißt, dieses Produkt sagt eben, du brauchst kein Warehousing davon. Ich mache wieder meine Invoice. Also ist der gleiche Vorgang wie vorher. Jetzt mache ich eine Abkürzung. Ich mache jetzt noch kein Payment, weil das jetzt für meinen Punkt nicht wichtig ist, sondern ich mache jetzt von hier aus direkt Delivery. Und jetzt werden wir hoffentlich sehen, dass ich diese Delivery ohne Probleme, obwohl ich von diesem Produkt null habe, ja, kann ich die eben submitten und habe sozusagen dann dieses irgendwie abgeschlossen. Also das heißt, der Punkt eigentlich ist, um das zu erreichen, das zeige ich das jetzt an, ich habe jetzt hier die Liste von meinen Items, hier ist das Item, das Stock hat und das hat hier, wo ist er denn jetzt? Dieser eine Haken, Maintain Stock, der macht eben diesen Unterschied aus. Das heißt, in diesem Produkt muss ich diese ganzen Stock-Keeping-Sachen und welches Warehouse, wo ist das und wo habe ich meine Ware und woher kriege ich die, muss ich alle erfüllen. Und wenn ich das eben abgehakt habe, wie bei meinem anderen Beispiel-Item, dann kann ich eben diese ganzen Abhängigkeiten vermeiden. Also hier ist Maintain Stock abgehakt. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich hier als Beispiel zeigen wollte, um zu zeigen, wie ich jetzt für mich selber das überlegt habe, wie ich da reinkomme mit weniger Problemen. Und so hoffe, dass eben dieses Scheitern bei der Implementation mir erspart bleibt. Ja, und ganz zum Abschluss noch mal kurz die Erinnerung, ERP Next Foundation, sollte man dabei sein. Okay, danke.